Hallo, ich bin euer Physik-Sigi und ich werde euch heute erklären, was Arbeit physikalisch bedeutet und welche Energie darin enthalten ist. Es geht heute also um den Begriff der verrichteten Arbeit, die Energien, die damit verbunden sind, an welchen Stellen wir dies im täglichen Leben erfahren. Außerdem werde ich euch erklären, was der Energieerhaltungssatz ist und letztendlich alle Formeln dazu aufschreiben. Dazu benötigt ihr lediglich ein Vorwissen von der Fallbeschleunigung und der Kraft. Euch ist bestimmt schon die Definition von Kraft bekannt. Man benötigt Kraft, um eine bestimmte Masse m zu beschleunigen. Wendet man nun über eine bestimmte Strecke diese Kraft an, so verrichtet man Arbeit. Dies ist schon die Definition von Arbeit. Diese Arbeit verrichten wir, wenn wir zum Beispiel einen Rucksack. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.